Willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Business trifft Bewusstsein, in der wir ja die Themen des Kausaltrainings mit den Anforderungen des Business verquicken. Und ja, heute steigen wir ein in das Thema, und das heißt vom Denken zur Wahrnehmung. Und das ist der essentielle erste Schritt, der erfolgen muss, um tatsächlich überhaupt in der Lage zu sein, ja, in einem höheren Bewusstsein zu sein und zu agieren. Und wie das funktioniert, welche Vorteile es hat, das erfahren wir wieder im wunderbaren Dialog mit Kurt Tepperwein. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Nehmen wir wieder Platz auf der gelben Couch. Willkommen zur Interviewreihe Business trifft Bewusstsein. Heute die zweite Folge, bei der ich mich wieder riesig freue, bei Kurt Tepperwein sein zu dürfen. Und Herr Tepperwein, wir hatten in der letzten Folge, oder Sie hatten besser gesagt, sehr plastisch und eindrücklich über das zu erreichende Ideal gesprochen, das Sie anstreben, sei es in der Produktkreierung, sei es in der Ausgestaltung Ihres Unternehmens, sei es in der Orientierung auf den Kunden hin. Und das ist ein ganz zentraler Punkt gewesen, über den ich jetzt gerne mehr erfahren würde. Was heißt denn das, die Ideallinie finden, halten? Haben Sie da ein besonderes Konzept? Ich war selber überrascht, dass das ein Konzept ist, denn der Verstand würde es nicht als Konzept erkennen und bezeichnen. Er sagt ja, gut, das Ideal, jeder Verstand kann mit seinen Möglichkeiten sich ein Ideal vorstellen, aber das ist ja jetzt noch kein Erfolgsweg. Ja. Und gleichzeitig kommt dann die Einschränkung, ja gut, ein Ideal ist eine Vorstellung, aber das erreicht man ja nie zu 100%. Ja. Also das kann man mehr oder weniger erfüllen. Man kann es vielleicht als Ziel nehmen, damit es die Richtung vorgibt. Und da kann man mal sehen, wie weit man kommt. Das stimmt für den Verstand. Und jetzt brauchen wir eben das nächste Werkzeug, das den Verstand überschreitet. Und das ist die Wahrnehmung. Mhm. Denn mit der Wahrnehmung erst kann ich erkennen, wie kann ich denn das Ideal erfüllen? Wie kann ich zum Beispiel ein Vorhaben mit null Kapital starten? Mhm. Wie kann ich das mit null Risiko starten? Der Verstand sagt ja, das geht ja nicht. Man braucht für alles Kapital und ein Risiko ist immer damit verbunden. Das ist in seiner Welt richtig und nach seiner Erfahrung absolut zutreffend. Mhm. Aber für die Wahrnehmung ist das Ideal ein verbindliches Ziel. Und dann kann ich sagen, okay, was müsste denn geschehen, damit ich wirklich mit Nullkapital starten kann? Gut, ganz einfach. Dann müsste meine Idee so überzeugend sein, dass ich zum Beispiel einen Partner mit Kapital habe, der begierig ist, da mitzumachen und sagt, ja, also, dass diese Idee überzeugt mich so sehr, die kann nur erfolgreich sein, da bin ich auf jeden Fall dabei, wie viel brauchen Sie? Und so habe ich das auch am Anfang gemacht, bei den Judo-Schulen, bei den ersten sind wir gestartet, da ja, habe ich einen Partner gehabt, der, ich hatte ja null Geld, und er hat dann gesagt, dann, da bin ich dabei, wie viel brauchen Sie? Und dann habe ich großzügig bemessen, was ich brauche. Mhm. Und das hat er sofort zur Verfügung gestellt. Und wir haben 50-50 gemacht. Das heißt also, ich hatte null Risiko, null Kapital, null Risiko. Mhm. Alles Risiko war bei ihm, aber ihn hat diese Idee so überzeugt, dass er eben gerne das gemacht hat, dass er mit Begeisterung eingestiegen ist. Und es hat sich für ihn mehr als gelohnt, weil er konnte ja nicht damit rechnen, dass wir diese Judo-Schulen multiplizieren. Ja, richtig. Da habe ich eine Frage. Es werden ja heute auch bei Investoren entsprechende Pitches gemacht und junge Leute von Startups versuchen, Investoren zu begeistern. Und Sie haben vorhin gesagt, die Wahrnehmung liefert sozusagen die Lösung. Jetzt
ich nehme ja auch wahr, ich sehe ja und höre ja, das ist ja auch Wahrnehmung. Was meinen Sie denn jetzt hier im Unterschied? Also nehme ich jetzt gar nicht wahr oder was heißt das? Das ist keine Wahrnehmung. Die Weisheit der Sprache sagt es ja schon, um zu sehen, sehen ist nicht wahrnehmen. Den Sehen benutzen Sie die Augen, also den Körper. Ja? Ja. Zum Hören benutzen Sie die Ohren. Ja. Ja. Sie benutzen Ihre Sinne, riechen, schmecken, fühlen. Mhm. Ja. Das sind sinnliche Wahrnehmungen. Es ist keine Wahrnehmung. Unsere Sprache ist da unpräzise, weil die Sprache ist für den Körper gemacht, für den Verstand, ja, für die Welt der Realität, nicht für die Welt des Bewusstseins und für die Wahrnehmung. Also sollten wir das nicht wahrnehmen nennen, sondern das sehe ich, das höre ich, mhm, das rieche, schmecke, fühle ich. Wahrnehmen ist nicht mit dem Instrument Körper, sondern ausschließlich mit dem Instrument Bewusstsein. Das heißt, nur Bewusstsein kann wahrnehmen. Ein Ich, ein Mensch, solange ich mich im Verstand bewege, kann ich nur die Sinne benutzen, die mir zur Verfügung stehen. Ja. Wahrnehmung ist außer Reichweite. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe es ja nie erfahren als Verstand. Mhm. Ja? Das heißt also, erst indem ich zu Bewusstsein komme, erschließt sich mir die Möglichkeit der Wahrnehmung. Und dann erkenne ich den großen, unverzichtbaren Vorteil der Wahrnehmung, sie ist fehlerfrei. Der Verstand ist klug genug zu wissen, dass er Fehler macht. Ja. Er kann nur sich innerhalb seiner begrenzten Erfahrung bewegen. Da hat er Entschuldigungen erfunden, Irren ist menschlich, mhm, und so weiter. Und selbst große Investoren sagen, wenn ich zu 60% richtig liege und 40% Fehler mache, dann bin ich auf der Erfolgsstraße. Genau. Das stimmt alles für den Verstand richtig, das ist dann schon ein gutes Ergebnis. Aber für die Wahrnehmung sagt nein, nein. Also selbst wenn ich 99% wahrnehme, ist das keine Wahrnehmung. Das ist wie in der Mathematik. 1 und 1 ist 2, nicht 1,9, nicht 1,99. Und wenn ich das schreibe in einer Klassenarbeit, dann wird das mir als Fehler angestrichen. Also Vollkommenheit ist nur vollkommen vollkommen. Ja, annähern oder fast vollkommen oder es fehlt fast nichts mehr, ist unvollkommen. So, also falsch. Und darf ich da eine Frage stellen? Bitte. Das klingt in sich sehr logisch. Jetzt haben wir sozusagen neben dem Begriff Wahrnehmung auch jetzt noch den Begriff Bewusstsein plötzlich im Raum. Also ich habe jetzt verstanden, wahrnehmen ist nicht hören, nicht sehen, nicht schmecken, nicht riechen, weil es die menschlichen Sinne sind, sondern Sie sagen, Wahrnehmung steht in direktem Zusammenhang mit Bewusstsein. Da muss ich jetzt ganz dumm fragen, was ist denn Bewusstsein? Denn ich bin doch bewusst, ich liege ja nicht ohnmächtig am Boden, sondern ich bin ja bei Bewusstsein und sitze hier aufrecht. Was ist denn jetzt Bewusstsein? Das ist wieder unsere unpräzise Sprache, die nur für die Welt der Realität gemacht ist, nicht für die Ebene der Wirklichkeit. Machen wir uns bewusst, wir alle leben ständig auf drei Ebenen gleichzeitig. Sie alle kennen das, wir leben auf der Traumebene. Mhm. Jede Nacht träumen wir irgendetwas und wir leben, wenn wir aufwachen, auf der Ebene der Realität. Sie können nichts aus der Traumebene mit in die Realität nehmen. Sie können sich reich träumen, aber wenn Sie aufwachen, ist nichts mehr da. Das ist eine andere Erfahrungsebene. Aber wir alle leben auch gleichzeitig in der Ebene der Wirklichkeit. Aber das ist kaum jemandem bewusst. Aber ständig da. Das ist ungefähr so, wie selbst wenn Sie im Traum sind, der Träumer sind Sie. Das ist die Realität. Das heißt also, die Realität geht auf die Traumebene. Mhm. Vergiss die Realität vollkommen. Ja? Ja. Da gibt es nur noch den Traum. Aber Sie sind immer noch real. Sie sind richtig, immer noch da. Mhm. Ja? Und genauso ist es, wir alle sind von unserem wahren Wesen her Bewusstsein. Aber das ist uns nicht bewusst. Mhm. Und deswegen ist es wie nicht existent.
Ja. Wir haben keinen Zugriff dazu. Im Gegenteil, wir verwenden das Wort Bewusstsein, wenn ich denke oder wenn ich klar im Kopf bin. Cogito ergo sum. Ja, ich denke, also bin ich. Nehmen wir gleich das Cogito ergo sum. Heißt, ich denke, also bin ich. Da hat Descartes was Schönes gesagt, man könnte es ergänzen. Ich denke, also bin ich im Ich-Bewusstsein. Ja? Mhm. Ich bin ein Ich. Ja. Denn Denken findet im Verstand statt und das ist im Ich. Was soll ich denn aber sonst sein, außer ich? Also ich bin doch ich. Eben nicht. Und das ist der Schritt, der jetzt sicher vielen erst einmal Schwierigkeiten machen könnte. Wir müssten uns möglichst früh im Leben die Frage stellen, wer bin ich? Die meisten Menschen identifizieren sich mit dem, was sie im Spiegel sehen. Ja, sie sagen, da, das bin ich. Aber sie sagen auch gleichzeitig, wenn wir auf die Weisheit der Sprache hören, was ich da im Spiegel sehe, ist mein Körper. Mhm. Ich habe einen Verstand. Ja. Ich habe eine Persönlichkeit. Was ich habe, kann ich nicht sein. Da muss es einen Besitzer geben. Ja. Ah, dann sollte ich ja mal gucken, wer ist denn der Besitzer? Mhm. Ja? Wer schaut denn da in den Spiegel und sagt, das ist mein Körper? Ja. Ich habe einen brillanten Verstand. Ich habe eine Erfolgspersönlichkeit. Wer hat das denn? Das ist Bewusstsein. Wow. Und das bin ich wirklich. Ja, ich bin der Besitzer von dem Verein. Das heißt also, Körper, Verstand, Persönlichkeit, Ego sind meine Erfahrungsinstrumente. Denn ich, Bewusstsein, habe keine Hände. Also, machen wir uns bewusst, ich bin nicht ein Mensch, sondern ich habe mich irgendwann entschieden, wieder einmal vorübergehend in die Erfahrung, in die Begrenzung einer menschlichen Existenz einzutreten, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Ich bin der, lass mal es mal ganz neutral sagen, der diese Erfahrung machen will. Ja. Ich habe gelebt, bevor mein Körper entstanden ist. Ich bin der, der sich entschieden hat, in diese Erfahrung zu gehen. Ich gehe dann bei der Zeugung in den Körper hinein, denn ich, Bewusstsein, bin der Träger des Lebens. Der Körper hat kein Leben. Das ist ein Challenging, um das mal so zu sagen, Herr Tepperwein. Die Frage ist, wie kann ich denn das überprüfen oder wie kann ich denn in dieses Bewusstsein kommen? Weil wenn mir das gelingt, dann erfahre ich ja, dass Ihre Worte sozusagen substanziell sind. Eben. Und das ist relativ einfach, können wir gleich praktisch machen. Das ist nur ein Schritt. Sie halten es mal für möglich, dass Sie eine Existenz sind, geben wir dem noch gar keinen Namen, gar keine Form, gar keine Vorstellung. Sie sind Existenz, Sie fühlen ja, mich gibt es. Absolut. Ja, also, und als diese Existenz trete ich jetzt mal einen Schritt zurück und schaue meinem Körper über die Schulter. Also ich stelle mir vor, ich stehe einen Schritt hinter meinem Körper und schaue meinem Körper beim Leben zu. Ich greife nicht ein, ich schaue nur zu, was der so treibt. Mhm. Ich bin also der Beobachter. Es kostet viel Energie, das irgendwie gleichzeitig zu machen, hinter sich zu stehen und da zu sitzen. Hören Sie auf, da zu sitzen. Sie sind der, der da hinten steht. Sie sind nicht der, der vorne. Das vorne ist nur Ihr Erfahrungsinstrument. Aber das wird nachher eben selbstverständlich, weil Sie in der Wirklichkeit leben. Sie sind dann ständig der Beobachter. Aber Schritt für Schritt. Mhm. Sie sind erst der Beobachter und schauen sich beim Leben zu. Und was macht der Beobachter? Der beobachtet, sagt der Name ja schon, und nimmt wahr, was der Körper jetzt gerade macht. Und mit einem Schritt haben Sie die Identifikation mit der Illusion des Ich beendet, denn das, was Sie beobachten, können Sie ja nicht sein. Ja, also Sie sind nicht mehr der Körper, Sie sind der Beobachter, Sie verlagern Ihr Bewusstsein in den Beobachter und da vorne
das ist Ihr Erfahrungsinstrument, dem Sie zuschauen und Sie nehmen wahr, was der treibt. Aber der Beobachter hat keine Augen, der hat keine Ohren, der benutzt nicht mehr die Sinne. Der ist Bewusstsein. Der nimmt einfach wahr, was geschieht. Und von einem Moment zum anderen geschehen eine Reihe von Wundern. Sie haben nicht nur sofort und zuverlässig die Identifikation mit der Illusion des Ich beendet, Sie sind auch vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Mhm. Denn Sie geraten jetzt in Versuchung, über das Wahrgenommene nachzudenken. Ja, was macht der denn? Sollte der das machen? Und dann gehen Sie wieder in den Verstand, dann sind Sie wieder nicht mehr der Beobachter. Dann sind Sie wieder im Ich. Aber wenn Sie das merken, gehen Sie wieder in den Beobachter und denken jetzt nicht über Ihre Wahrnehmung nach. Dann gehen Sie nämlich wieder in die Begrenzung des Denkens. Denn die Wahrnehmung ist ja umfassend. Mhm. Sie erleben ja live, was geschieht. Also warum sollen Sie nachdenken? Sie erleben es ja. Das verstehe ich. Also, oder ich nehme es wahr. Was habe ich denn als Unternehmer davon? Denn ich muss ja, egal was ich wahrnehme, in eine Umsetzung kommen. Und das heißt, ich muss Schritte initiieren, um die richtigen Aktivitäten zu entfalten. Da brauche ich ja meinen Verstand, weil nur von der Wahrnehmung setzt sich ja nichts um. Also wie fügt sich denn das zusammen? Einspruch. Genau das ist die Versuchung, dann wieder in den Verstand zu gehen und über das Wahrgenommene nachzudenken. Und damit gehe ich wieder in das begrenzte Denken, das von Natur aus fehlerhaft ist. Und der Verstand ist klug genug zu wissen, dass er sich irren kann. Mhm. Während ich gerade das Instrument Wahrnehmung erlebe, was absolut umfassend ist, was nichts hinzufügt, nichts weglässt, nichts verändert, sondern es ist einfach zu 100% wahr. Deswegen heißt es ja Wahrnehmung. Ich nehme die Wahrheit. So, also ich habe hier mir gerade ein Instrument erschlossen, das absolut zuverlässig ist, das von seinem Wesen her fehlerfrei ist. Und jetzt gehe ich nicht zurück ins Denken, sondern ich nehme wahr, dass die Aufgaben stellen sich, die Sie gerade gesagt haben. Absolut. Ich nehme wahr, was ist denn jetzt der richtige Weg? Was sind denn jetzt die optimalen Schritte? Was ist der beste Zeitpunkt? Mit wem mache ich das am besten? Ja, woher bekomme ich das notwendige Kapital? Wie kann ich mein Risiko minimieren? Und jetzt denke ich nicht drüber nach, sondern bleibe in der Wahrnehmung. Und plötzlich erkenne ich ja, ich kann ja alles wahrnehmen. Mhm. Und da kann ich mir alle diese Fragen beantworten mit einem Unterschied. Vorher konnte es richtig sein. Nach aller Wahrscheinlichkeit, nach meiner Lebenserfahrung, müsste das eigentlich so stimmen. Die Wahrnehmung kennt keine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die nimmt zu 100% wahr und sagt, so ist es aus. Irrtum nicht mehr möglich. Das klingt unglaublich fast und gleichzeitig total inspirierend, weil es einen Weg zeigt, praktisch unfehlbar zu sein, was gerade... Hatten Sie fast gesagt? Ja. Verstreichen Sie das Wort. Wahrnehmung also, ist absolut unfehlbar. Sonst wäre es nicht wahr, dass es, ja... Sie kann keine Fehler machen. Wie merke ich denn, dass ich in der Wahrnehmung bin? Wer will das denn merken? Jetzt kommt wieder der Verstand und das Ich und sagt, ja, ehe ich mich darauf einlasse, möchte ich erstmal eine Sicherheit haben, dass das wirklich besser ist als das. Denn meine Lebenserfahrung kenne ich, da kann ich mich darauf verlassen. Aber das Instrument, das erscheint mir noch ein bisschen... Ja, heikel. Ja. Also man könnte sagen... Wenn ich doch schon so ein Instrument habe, dann habe ich einen Vorteil. Ich kann einmal probeweise in die Wahrnehmung gehen und kann mal sehen, funktioniert das. Ja? Mhm. Ich unterstelle mal, dass das ein brauchbares, vielleicht sogar brauchbareres, vielleicht sogar unfehlbares Werkzeug ist, aber ich kenne es nicht. Also gehe ich einfach mal über den Beobachter, beende ich die Identifikation mit dem Ich, beende damit auch das Denken, gehe in die Wahrnehmung und nehme jetzt einmal meine täglichen Aufgaben wahr. Wie kann ich die mit der Wahrnehmung erledigen?
ja, und komme so weit, wie ich mit der Wahrnehmung komme und habe jederzeit die Sicherheit, wenn ich da nicht sicher bin, gehe ich wieder in den Verstand und denke drüber nach. Mhm. Ja? Und dann erkennen sie auf einmal, ja, aber die Wahrnehmung macht gar keine Fehler. Das ist wie die Aufzeichnung hier unseres Interviews. Die Kamera fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert auch nichts. Der Tonaufzeichner verändert auch nichts. Der sagt einfach, so war es aus. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann kann ich durch das probeweise Eintreten in die Wahrnehmung erkennen, das ist ja das viel bessere Werkzeug, umfassender, sicherer, fehlerfrei. Habe ich eine Frage, kann man das üben? Was ist, wenn das mit diesem einen Schritt nicht klappt? Weil ich weiß das nicht, ist ob ein jeder Vorbau gleich des Verstandes. Das so gibt es nicht. Nach hinten treten kann und sich über die Schulter schauen. Ja, kann man sagen, wie soll das gehen? Ganz einfach. Eben nur wir sind in der Lage, in der Imagination, also in der Vorstellung, und sie benutzen als Manager, als Unternehmer dauernd Vorstellungen. Mhm. Sie haben ein Ziel, ja. Sie überlegen, wie könnte das aussehen, welche Hindernisse könnten auftauchen, wo kriege ich das nötige Kapital her, wie kann ich die Risiken, ja. Das sind alles Vorstellungen. Ja, so ist es. Ja, das heißt also, Vorstellung ist Ihnen durchaus vertraut. Sie kennen das. Und jetzt benutzt sie dieses gleiche Instrument in der Wahrnehmung, indem sie sich vorstellen, ich trete hinter mich. Und natürlich, in dem Moment, wo ich jetzt mein Bewusstsein verlagere und bin der da hinten, kann ich ja nicht mehr der sein, den ich beobachte. Ich bin ja der Beobachter. Ja? Ich habe also meinen Fokus verlagert. Und bin zu Bewusstsein gekommen. Denn als Beobachter bin ich bei Bewusstsein. Ja. Vorne bin, als bin ich's nicht. Erfahrungsinstrument bin ich im Verstand. Da bin ich der Denker. Also das ist hochspannend und ein, ich würde mal sagen, ein unglaubliches Instrument der Steuerung des eigenen Lebens und natürlich eines Unternehmens. Denn es verspricht ja, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen und somit bleibt gar nichts anderes übrig, als dass sich Erfolg im positiven Sinne immer einstellt. Es hat noch mehr Vorteile. Schauen wir uns die doch mal an. Ja, gerne. Also, Sie haben gerade gesagt, Sie treffen nur noch richtige Entscheidungen. Warum? Weil Sie ja auf das Ende schauen und sagen, wenn ich mich jetzt so entscheide, wie endet das? Wo führt das hin? Genau. Und dann sehe ich am Ergebnis, nee, das ist es noch nicht, da will ich nicht hin. Also, jetzt sehe ich wieder vom Ende, wie soll das Ziel denn aussehen? Und was müsste ich jetzt hier tun? Wie müsste ich mich jetzt entscheiden, damit das zu der Erfüllung dieses Zieles führt? Mhm. Also, über die Wahrnehmung treffen Sie nur noch richtige Entscheidungen. Aber als Unternehmer, Sie erkennen Chancen, unternehmerische Chancen, die für den Verstand unsichtbar sind. Ja, weil er die Zusammenhänge nicht erkennen kann. Sie erkennen bei allem, wie das ausgeht, wie das, wohin das führt. Und Sie machen so Ihren Erfolg unvermeidbar. Noch besser, Sie erkennen, bevor Sie beginnen, alles bevor Sie beginnen, ja, erst beginnen, erst gewinnen, dann beginnen. So, das heißt also, Sie erkennen Hindernisse auf dem Weg, bevor Sie sich auf den Weg gemacht haben. Sie erkennen Hindernisse, Schwierigkeiten. Sie erkennen in der Wahrnehmung, nur in der Wahrnehmung, nicht in der Überlegung, in der Wahrnehmung, wie löse ich diese Schwierigkeiten? Sie gehen dann einen Schritt weiter, wenn Sie geübter sind, in der Wahrnehmung, wie vermeide ich diese Hindernisse? Ja, das können Sie nur mit der Wahrnehmung. Sie erkennen die Lösung für jede Aufgabe, bevor Sie sie beginnen. Mhm. Ja, Sie erkennen eben den besten Weg, die optimalen Schritte, den richtigen Zeitpunkt, den besten Partner. Sie erkennen, Sie überschreiten damit natürlich bei weitem Ihre Lebenserfahrung.
Sie nehmen etwas wahr, was Sie noch nie erfahren haben und wissen jetzt, denn Wahrnehmung führt zur absoluten Gewissheit. Sie wissen, bevor Sie beginnen, dass, wenn ich das mache, führt dahin. Ja. So, dann haben Sie diese Gewissheit, Sie haben am Start schon gewonnen. Sie sollten nie mehr etwas beginnen, bevor Sie gewonnen haben. Das heißt also, nie mehr, machen Sie nie mehr den ersten Schritt, bevor Sie nicht am Ziel sind und gewonnen haben. Und ich glaube, da machen wir eine weitere Folge, denn das ist auch ein ganz spannendes Thema, am Start schon gewinnen. Wunderbar. Vielen Dank für diese Folge, Herr Tepperwein. Danke sehr.